Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde No Man's Sky mit dem Voucher und mit dem Gag-Alderle. Ihr seht schon, ich bin hier in einem neuen System, im Soyaz-System heißt es hier, Leute. Ist ein Korvax-System und ihr seht auch schon unten rechts die Quest eingeblendet. Ich will heute doch nochmal versuchen, die Abyss-Quest-Reihe ein Stückchen näher ranzuholen. Ich hätte die Reihe nämlich gerne als Abwechslung zu unseren Baufolgen. Jetzt habe ich den Aufseher schon probiert, ich habe die Exo-Fahrzeuge gebaut, Community-Quests haben wir gemacht und heute konnte ich erstmals die Kommentare dazu lesen, heute am Aufnahmetag, dass ihr meint, allein inmitten der Sterne könnte die Lösung sein, die uns tatsächlich an die Abyss-Quest-Reihe bringt. Herzlichen Dank für die Infos, herzlichen Dank auch für diejenigen, die extra recherchiert haben, Leute. Ich glaube, wir probieren das noch. Ich habe allerdings die Taschen recht voll, kennt man ja, weil ich war wieder ein bisschen einkaufen, habe aber schon frei gemacht. Zwei Korvax-Gehäuse haben wir, die können wir versuchen in der Raumstation unterzukriegen. Dann hätten wir 3 von 4 Ruf, die wir hier benötigen für die nächste Quest. Und am besten oben an der Raumstation jetzt mit den verschiedenen NPCs labern. Oder, was ich mir überlegt habe, ich erinnere mich, dass wir auf der UFO-Steig auf unserem Frachter... Oh, warte mal, Alter, da ist ein Relikt, das will ich mitnehmen. Das war gerade da, das hat es auch gezeigt. Hier. Genau, ich erinnere mich, dass wir auf unserem Frachter schon mal irgendwann Relikte kaufen konnten. Dann habe ich das probiert auf Musterhausen und habe aber nur Vykin-Relikte bekommen. Und... denkt mir, wenn ich hier im System bin, mein Frachter habe ich nämlich schon gerufen, dass wir da jetzt entsprechendes kaufen können, was wir brauchen, das probieren wir jetzt. Pass mal auf, ich will nur ganz kurz hier das Modul holen. Ich habe natürlich jetzt hier auf dem Planet, auf dem ich gerade bin, schon ein bisschen was gescannt, da waren ein Haufen Tiere auf einmal, weil, ihr seht schon, wir haben tatsächlich wieder 7 Millionen Units, ne? Und das war echt eine Aktion von, ich kann es euch gar nicht sagen, das war ein paar Minuten, dann habe ich hier schön alles abgescannt, hatte ich mal 1 bis 2 Millionen, ne? Durch die Scanner, die wir eingebaut haben. So, gibt es hier irgendwas noch, Alterle, was du geschwind willst? Hast du die Bäume eigentlich? Nee, guck mal. Nehmen wir noch mit, dann gehen wir hoch. Dann schaue ich mal, ob ich Relikte kaufen kann, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Wäre mir jetzt lieber, als die ganzen NPCs anlabern, ne? Guck mal, da haben wir Nummer 40, haben wir schon 80.000 wieder dazu. Yeah, und den haben wir, oder? Haben wir den? Den haben wir. Den auch? Und den nebendran? Den haben wir noch nicht. Schnappen wir uns natürlich. Schnappen wir uns natürlich. Bäm, haben wir mal geschwind 120.000 draufgelegt. So muss das, Leute. Jetzt pass auf, machen wir nicht lang rum. Wie gesagt, 2 Relikte habe ich, 1 Ruf haben wir schon geerntet. Insgesamt brauchen wir 4. Probieren wir mal unser Glück beim Frachter, ob das hinhaut. Wo habe ich denn den? Den habe ich ziemlich nah hier hingespawnt. Hier oben ist er, ne? Leute, Notfallsignal. Nicht dieser Planet. Na gut, dann ist egal, aber hier oben ist unser Frachter, da wollen wir hin. Dein Hauptschiff, dein Hauptschiff. Guck mal, wie nah der ist. Ich will den auch die Tage auf unseren Giftplanet. Was will jetzt hier jemand? Ist das schon die Abyss-Quest-Reihe, wenn du guckst, weißt du? Korvax, Lalali und Lalalum. Ein vorbeiziehender Frachter hat mich kontaktiert. Die Lebensform, die den Kontakt hergestellt hat, gestikuliert panisch. Sie scheint dringend. Jo, komm, helfen. Helfen wir halt. Wo muss ich jetzt hin? Beschädigt. Aha. Jetzt habe ich wieder irgendwas angenommen, Leute. Aber das ist noch nicht einmal hier im System, glaube ich. Da vorne pulsiert. Wir gehen da gleich mal hin. Ich will nur mal gucken, ob das mit dem Frachter klappt, dann helfen wir. So. Dein Hauptschiff, ne? Das passt schon. Also, dann markiere ich das halt. Dann bin ich mal ganz sicher. La, 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 la. Das ist ja rot, Leute. Ist das schon immer rot gewesen? Andock-Vorgang eingeleitet. Wunderbärle. Oh, der zieht sich gar nicht... Der zieht sich gar nicht dran heute. Was ist denn jetzt wieder? Leute, ist das nicht mein Frachter? Doch, oder? Dein Hauptschiff steht da. Muss ich jetzt erst den Konflikt lösen vielleicht? Oh, das raff ich jetzt nicht. Was passiert hier? Ich meine, dass meine kleinen Dinger da beschädigt sind, das weiß ich. Was ist das für ein Planet hier? Der sieht nach Lava aus, gell? Von oben. Systemkonflikt erkannt. Rettet die Frachter für eine Belohnung. Hier sind doch gar keine Ziele. Ich muss bestimmt dahinter, hä? Ich weiß nur nicht, warum mein Frachter jetzt hier so rumzickt. Ja, wenn nicht, machen wir es tatsächlich in der Raumstation. Jetzt bin ich total durcheinander, Leute. In meinen Frachter kam ich bis jetzt jedes Mal rein. Ich wusste gar nicht, dass das auch gesperrt sein kann. Ich kann den doch in jedes System rufen, wo ich Bock habe. Oder muss ich in dem System bauen, dass ich dann auch reinkomme in den? Jetzt haben wir den natürlich arschweit weg.
Aber wenn die Ziechen nachher auf den anderen Planeten Notfallsignal entdeckt. Kann das sein, dass die meinen Frachter sperren, wenn ich mich im Krieg befinde hier? Systemkonflikt? Okay, Leute, Impulsantrieb ist jetzt auch offline. Das heißt, ich muss tatsächlich wieder ein bisschen Tritium besorgen. Heute kommt alles zusammen. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Normalerweise... Jetzt ist das Schiffsinventar auch voll. Alter, was hau ich denn jetzt hier noch raus? Mach mal die hier weg, geschwind in deinen Exo-Anzug. Kannst ja nachher nochmal umräumen. Was haben wir denn eigentlich im Raumschiff alles drin momentan? Gold? Gold. Das hier würde ich auch nochmal, nicht, dass ich das aus Versehen rausschmeiße. Jetzt habe ich zwei Plätze frei. Ich guck mal, was hätte ich denn hier bekommen? Silber. Jetzt haben wir Gold, Silber und ein Platz ist noch frei. Ich brauche Tritium, sonst komme ich da heute nicht vor, ne? Ja, da ist Tritium. Haben wir Glück. Ich sammle gleich mal ein paar Brocken ein, dass ich nicht nach zwei Minuten wieder raus muss, ne? Hier nochmal. Jetzt haben wir wieder Gold am Start. Ey, irgendwie ist es gerade der Wurm drin. Ich dachte, ich mach das mal geschwind mit dem Frachter. Wir gehen rein, kaufen die Dinger, ne? Meistens passiert es doch genau dann, oder, Leute? Ich wollte den einen kleinen Planeten dann nochmal anschauen. Foham, da war ich, glaube ich, drauf. Und da war doch so ein feuriger Grat. Pass mal auf. Hier. Nee, auf dem Regenplanet war ich. Wo ist denn der Feurige? Ist er das gewesen? Ich scanne den mal. Gamma-intensiver Planet. Oh, ein Gamma-intensiver Planet. Aber ihr seht schon, ich bin schon wieder halb abgelenkt. Ne? Wir wollen ja zu unserem Frachtereinsatz hier geschwind und gucken, ob die uns dann dran nehmen. Warum sehe ich jetzt keine Symbole mehr? Da, stopp. Hier. Zieh dich da ran, Alterle. Genau. Und ab geht's. Lade es auf. Alter Schwede, mach's was mit, du. Und ab geht's. Also, ich bin gespannt, ob wir sie natürlich danach gleich kriegen, weiß ich nicht. Ob der Kollege noch mehr Quests hat. So, hier ist Notfallsignal. Ich bremse ab und jetzt schreite ich hier einfach mal ein. Und dann sehen wir ja. Dann sehen wir es ja, ne? Im Moment bin ich noch in Reichweite, aber das ändert sich jeden Moment. Jetzt habe ich das Vorhaltezeichen schon, dann gibt es jetzt auch die Bannasel. Was ist los, Alterle? So nicht. Mit uns nicht. Mit uns nicht. Wir haben unsere alte Schüssel zwar, aber wir sind unbesiegbar mit unserer alten Schüssel. Natürlich muss man auch treffen, das ist klar. Schön rum. Ich liebe das einfach, mit der Schüssel hier rumzubollern. Das ist echt so meins, Leute. Barenga und Katzenga. Ist was zum Einsammeln dabei? Immer. Aber ist es was, was wir brauchen? Hörst du mal auf, Alterle? Den haben wir erwischt, hast du gesehen mit der Rocket. So, nochmal rum. Der ist auch erledigt. Gibt's noch ein Ziel? Mit drei? Da ist es. Müssen wir wieder näher hin. Ist der auf der anderen Seite, oder? Leute? Sieht es jemand genau? Ey, da ist aber noch einer, der uns gerade blöd kommt. Kurz raus aus dem Gefechtsding und nochmal rein. Na, 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 na. Ich kann aber mit... drei nochmals Ziel wechseln. Ne, ich glaube, das ist der letzte. Ich schieß mal drauf. Der ist auf der anderen Seite rüber. Rüber, mein Gag, Alterle. So, und dann bremsen und drehen. So machst du das gut. Und jetzt guck mal, dass du den erwischt kommt. Kann mir einer sagen, wo der rumeiert? Als ob der drin ist im Frachter, ne? So, ich gehe mal hinter dem Ding. Da schießt auch einer auf uns. Ich nehme mal ein bisschen Abstand. Und rum. Jetzt haben wir ihn. Jetzt muss ich einfach... Ja, der hängt irgendwo blöd fest. Aber ich habe keine Ahnung. Irgendwas schießt da auf uns, ne? Das Problem ist, dass ich den nicht sehe, der auf uns schießt. Hier, das ist die. Hier endlich, Alter. Machen wir erstmal die, die was sehen, würde ich sagen. So, Alter, drauf. Immer drauf. Den haben wir. Muss mehr rum. Und drauf. Das ist erledigt. Jetzt haben wir eigentlich nur noch einen Feind, glaube ich. Ne, das sind noch mehr. Hier ist noch einer. So, das ist aber erledigt. Und den hier noch.
Und den, Leute, den kann ich nicht richtig greifen. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Für mich sieht es gerade so aus, als ob der da drin hängt. Jetzt habe ich aber die Zielerfassung, ne? Jetzt, alles klar, passt. Den hat man nur nicht richtig gesehen gerade. So, jetzt haben wir den aber. Ein Stück vom Frachter haben wir wahrscheinlich auch erwischt. So, einmal das Schild voll. Und da ist nämlich noch ein Kollege. So, Leute. Ja, es macht schon Laune. Verbleibende Kampfschiffe 1 muss noch irgendwo sein. Ne, jetzt ist vorbei. Jetzt ist es vorbei, Leute. Eine Belohnung will ich aber eigentlich gar keine. Ich würde einfach nur gerne auf meinen Frachter kommen. Dein Hauptschiff. Wie weit ist es denn bis zu meinem Hauptschiff? Komm, wir probieren es nochmal. Ja, die 37 Sekunden haben wir Zeit. Schilde sind auf Maximum. Jetzt müsste es gehen. Also dann war unser Frachter gesperrt, weil ich gerade im Konflikt war. Ne? Oder weil da ein Konflikt anstand. Das ist sehr interessant, das wusste ich nicht. Vielleicht ist es aber auch gemacht, dass man nicht in seinen Hangar flüchtet und irgendwie die Kriegsschiffe dann mitzieht aus Versehen, weißt du? Und machst ja deinen eigenen Frachter kaputt, wenn man es nicht so richtig weiß vielleicht. Okay, zeitlich sind wir noch ganz gut. Wenn das jetzt klappt, was ich vorhab, dann bekommen wir, sprich mit dem Kommandanten, Missionsziel abgeschlossen. Hängt das alles heute ein bisschen hinterher? Das sieht so aus, als ob das so ein bisschen hinterher hängt. Ja, ist gut. Kommunikation können wir beenden, Diggerle. Ich weiß, was ich... Legende. Wir haben 80 Schiffe schon zerstört. Ist gar nicht schlecht, Leute. Ist gar nicht schlecht. 80 ist ein Wort. Natürlich will ich da auf die 100 kommen noch, ne? Kommen noch 4 Sekunden. Jetzt müssen wir jeden Moment unseren Frachter sehen. Und danach müssen wir aber trotzdem zur Raumstation. Dein Hauptschiff. Sag mal, wo liegt denn das? Ich wollte schon sagen, ist er gelandet, der Kollege. Ja, jetzt ist wieder blau. Dann müsste es jetzt auch funktionieren, dass er mich reinzieht, oder? Vorgang, dann kommst du nicht bei. So, Alter, jetzt, so kenne ich das. Alles klar, Leute. Jetzt müssen wir nur hoffen. Ah, da ist ja auch das dritte Schiff, das wir gefunden haben. Habe ich schon wieder vergessen. Da ist ja das kleine Frachterle, was wir gefunden haben, ne? Dieser Transporter hier. Ja, ja. Und guck mal, ist aber auch so von der Farbe her wie der da hinten, ne? Nichts Außergewöhnliches. So, haben wir schon Besuch? Wahrscheinlich ist das das Nächste, was jetzt hier schief geht. Dass keiner hier zum Verkaufen herfliegen will. Er ist komplett leer, Leute. So typisch, oder? Alterle. Ja, es war fast klar. Da kommt einer. Sehr schön. Und dann wird sich jetzt gleich sehen, ob sich bewahrheitet oder nicht. Ja, ja, komm rein, komm rein. Setz dich nieder auf mein Frachter. Und gib mir deine Ware. Wenn alles klappt, müsste der normalerweise Relikte haben. Habe ich Platz jetzt mittlerweile? 2 Stück, die reichen. Wow. So eins habe ich jetzt auch noch nicht oft gesehen. C-Schiff. Okay, Leute. Ich bin gespannt, ob der Korvax Zeugs hat. Ja, siehst du, es hat geklappt. Der hat diese Würfel. Ich kaufe mal 3 Stück. Die sind nicht billig, aber... Oh, die sind echt nicht billig. Aber es hat geklappt. Und du weißt ja nicht, ob die... Ich habe jetzt Korvax Gehäuse, 4 Stück und Korvax Würfel 3. Perfekt, mehr wollte ich gar nicht. Alternativ hätte man natürlich an der Raumstation mit den Leuten reden können und da kriegst du ja manchmal dann auch wieder einen Teil. Ich weiß nur nicht, das ist für mich wie Lotto spielen. Da war mir jetzt sicher, wenn das richtig in meiner Erinnerung war, können wir sie kaufen. Ne? Jetzt haben wir sie, jetzt geht es zur Raumstation. Und dann kriegen wir heute diese Questreihe fertig. Beziehungsweise diese Mission. Was ja aber auch nicht schlecht ist, muss man ja irgendwann auch mal weitermachen. Ne? So, jetzt ist die Frage, wo? Auch das kennt man vom Voucherle. Schalalalum. Kurzer Moment, Leute. Du musst einfach, wenn du rausgehst, gleich rechts abbiegen irgendwie. So, Mäusle, gleich weiterfliegen, Alterle. Danke. So, und jetzt tu mir einen Gefallen, zieh links rüber und mit Speed erstmal raus hier. Und der andere Frachter war nahe der Raumstation, das heißt, dem Zeichen kannst du folgen. Was ist das für ein Planet? Da hinten ist es, siehst du? Raumstation, einmal drauf und ab geht's.
Okay, Leute, wir sind so gut wie durch. Wir brauchen noch dreimal Ruf. Wir haben mehr als genug von den Sachen dabei. Müsste eigentlich alles passen. Natürlich müssen wir jetzt auch Glück haben, dass in der Raumstation genug sind, die jetzt gerade so Ding holen, ne? Ich will mich nur nicht vollballern mit den Quests von denen. Ja, dann haben wir halt nochmal eine kleine Missionsrunde heute. Die Materialien, die gehen ja nicht flöten. Die haben wir beim nächsten Mal auch noch. Okay. Bisschen Knete kam wieder dazu. Passt schon. Okay, Leute. Bin ich auf dem Frachter, glaube ich, als Ziel drauf, ne? Kann ich jetzt hier runter? Den kann ich nochmal anklingsen. Mach nochmal hier den da. Und ab geht's. Ja, passt. Kommen wir jetzt mit Speed rein. Und da müsste es eigentlich uns jetzt direkt hier reinziehen, ne? Okay, ich bin gespannt. Auf jeden Fall können wir uns hier wegporten. Wir können hier gleich schauen, ob wir schon mal hier waren. Vielleicht, aber Soyast sagt mir was. Aber die ganzen Planeten habe ich noch nicht entdeckt gehabt. Vielleicht können wir uns da auch gleich ein Ding kaufen, Leute. Nochmal einen Platz vom Rucksack. Seid ihr da? Habe ich euch überhaupt zugeschalten? Ich muss immer wieder gucken zwischendrin. So, Alterle. Machen wir mal hier los, würde ich sagen. Das sind nämlich die Leih. Ich will erstmal den Ruf. Das wäre jetzt mein Ziel. Ich fange einfach hier an. Die drei könnten es schon sein, wenn wir Glück haben. Also. Lalali. Ein Geschenk anbieten. Und das war doch das immer, ne? Ich drücke jetzt hier drauf. Ansehen hat sich verbessert. 2 von 4. So möchte ich das. Der nächste. Oh, das ist schön, dass das klappt. Das hat sich sogar gelohnt, dass wir einen kleinen Kampf hatten. Nächstes Gehäuse. 3 von 4. Allein die Missionsziel ist in einem anderen System. Nein, zum Abgeben, oder? Haben wir es jetzt schon geschafft? Da gab es 2 Ruf. Die Lebensform besuchen und dich auf der Sternenkarte markieren. Die Lebensform in diesem System sollten Artemis-Karte analysieren und deine Position genau bestimmen können. Okay, das ist praktisch die Folgequest. Kann das sein? Guck ich mal, ob der vielleicht... Korvax-Gehäuse. Was ist denn, wenn ich so mache? Tetra-Kobalt, siehst du? Das lohnt sich auch noch. Sehr schön. Hier waren wir, glaube ich, schon. Sonst wäre das Ding nicht ausgeräumt, ne? Okay, Leute. Dann haben wir, glaube ich, das mit dem Ruf hat geklappt. Korvax-Echos. Niedrige... Oh, haben wir schon viele Worte von dem gehabt, gerade hast gesehen. Die gelöste Gleichung. Die multiplizierte Zahl. In einem werden die Fragmente einer komplexen Gleichung ergänzt und gelöst. In einem anderen wird eine Zahl erhöht, addiert und multipliziert. Sie wertet... Sie warten auf meine Entscheidung? Die Lebensform zwitschert glücklich, sie überreicht mir ein Geschenk. Nann die Taufen. Ich wusste jetzt nur nicht, was er will, ich habe es nämlich nicht gelesen. Hab da gerade mitgekriegt. So, Leute, ich guck trotzdem, ob wir den Rucksackplatz haben. Na, ni, na, na, den haben wir. Korvax, Rang 4-9. Forschungsschwerpunkt. Also, okay, das läuft. Da haben wir schon alles, dann gehen wir jetzt mal gucken. Wie geht's denn weiter? Sternenkarte hat er gesagt, ne? Das heißt, ich muss noch mal kurz raus. Gemeinschaftsforschung, Geschenke unter Freunden. Ach, richtig, Gegenstände für den Kunden beschaffen. Die Mission wollte ich nicht machen. Die da will ich gern machen. Die Lebensform besuchen und dich auf der Sternenkarte markieren. Na, dann machen wir das doch mal. Ist in einem anderen System. Jetzt gucken wir mal in welchem. Ob wir hinspringen müssen. Aber ich glaube, wir haben genug Treibstoff zum Hinspringen. Erstmal hier weg. Nicht so knapp, Alterle, bitte. Okay, Leute, jetzt pass auf. Ich gehe mal hier raus. Heimatreisebeginn. Beschädigte Heimatbasis. Gesucht. Da ist es. Onoios. Ah, Onoios, Leute. Onoios ist doch gar kein Problem. Das sind wir doch daheim. Gut, Moment, dann drehe ich nochmal rum. Wir springen dann übers Portal. Das kostet uns dann kein Dings, ne? Keine Warpzellengeschichten. Onoios, klarer Fall. Kennen wir das System. Ja, das schaffen wir dann, die Runde. Ich bin mal gespannt, ob danach die Abyss-Questreihe frei wird. Oder wie groß überhaupt die Questreihe hier ist, ne? Nochmal herzlichen Dank für den Hinweis an der Stelle. Ich habe es wirklich jetzt vor der Aufnahme Gott sei Dank noch lesen können. Durch die Vorproduktion, ne? Dann denke ich die ganze Zeit, boah, bis ich jetzt dann die Infos habe. Dann habe ich auch selber recherchiert. Und das, was ich recherchiert habe, haben wir alles weggemacht. Schöne Farbe von dem Schiff gerade. So, Alter, raus aus der Buchs. Oder beziehungsweise aus der Büchs. Die Buchs kannst du anlassen heute. Und nach oben. Servus. Onoios. Das kennen wir. Das kennen wir sowas von.
Bäm. Habe ich mir gedacht. Ist das nicht unser Heimatsystem gerade erneuert? Ich glaube schon, gell? Zumindest haben wir den entweder Giftplanet oder Musterhausen. Ich glaube, Musterhausen ist dort, Leute. Vielleicht ist das sogar auf Musterhausen, auf unserer Basis. Erneuers. Eukle. Naja, das passt schon. Jetzt muss ich mal eben gucken. Hier. Handelsposten auf dem Planeten, ja klar. Und das da. Wo ist denn. Wo ist denn. Was hat's denn hier noch alles? Auf dem Planeten. Stationsterminus ist klar. Hier ist unser Flieger. Ich vermisse gerade eine Symbolik. Und ich glaube. Ich muss kurz gucken. Pass mal auf, machen wir nicht lang rum. Ich glaube, dass ich richtig liege, wenn ich jetzt einfach zu uns runtergehe, ne? Musterhausen. So, Leute. Wenn nicht, fliegen wir von Musterhausen einfach hin. Ob wir jetzt hier rausgehen oder dort, ist ja eigentlich wurscht, ne? Musterhausen, könnten wir Froststoff mitnehmen? Froststoff, sage ich schon. Frostblume. Frostblume, meine ich. Meine Lieben, drückt die Daumen, dass wir jetzt dadurch wirklich das Ding freischalten können. Dann haben wir schön Abwechslung. Baufolgen, Abyss-Quest-Reihe, U-Boot bauen und so Geschichten, ne? Müssen wir mal gucken, was da alles auf uns zukommt. Wenigstens kommen wir dem ganzen Ding näher. Wir haben jetzt echt einiges weggeholzt. Aufseher-Quest haben wir gemacht und so weiter. Ist eine coole Geschichte. So, mein lieber Gag-Alterle, jetzt wäre es wichtig zu wissen, wo der ist. Da hinten ist er, siehst du? Dann können wir von hier mit dem Raumschiff los. Ah, herrlich. Ein Stückchen Heimat, ein Stückchen Liebe. Schalala, wenn nicht spurisch geziebe. Okay, Entschuldigung. Pass auf, finde deine Position. Besuche Lebensfall, fragen sie nach deiner Position. Machen wir. Auch da bin ich mal gespannt. Das klingt auch so ein ganz kleines bisschen, als wäre das hochinteressant, was der uns gleich mitteilen wird. So, mein lieber Gag. Wie lang ist denn der Reiseweg? 2 Stunden. Und wenn du es so machst, 21 Minuten, dann hilft's nix. Einmal raus aus dem System, beziehungsweise aus der Atmosphäre unseres Planeten. Im System bleiben wir ja. Und schon wieder ein Funkspruch? Nee. Dann wäre es das auf jeden Fall gewesen. So, Alter, dann jetzt voll ranzischen. Unter einer Minute bitte. 6 Sekunden. Puh, ich bin gespannt. Finde deine Position. Vielleicht zeigt er uns jetzt auf der riesengroßen Galaxiekarte oder so, wo wir uns befinden. Das wäre ja auch cool, ne? Okay, das dauert jetzt halt nochmal ein paar Sekunden, aber dann haben wir es echt geschafft, Leute. Ja, das Problem ist, ich hätte einfach hier höher raus müssen, ne? Ja, da komme ich auch noch dahinter. So, und dann kannst du dich normalerweise ziemlich gut ranziehen, wenn du ein bisschen steiler nämlich kommst. So ist cool. Impulsantrieb offline habe ich natürlich mal wieder nicht gesehen. So. Jetzt haben wir es gleich. Und dann bauen wir morgen wieder eine Runde, ne? Je nachdem, wie das jetzt hier gleich weitergeht. Muss den Rucksack leer kriegen, neue Materialien ranholen. Der Kohlenstoffproduktionszweig muss fertig werden, Leute. Dass wir wirklich alles da haben für die Außenbebauung. Weil da werden wir teilweise auch Kohlenstoff brauchen. Okay. Ich erinnere mich sogar, dass wir hier schon mal waren jetzt. Klar, der hat uns losgeschickt hier, oder? Ja, da zeigt es auch schon den Landepunkt. Nur nicht so schnell, sonst nimmt das nicht. Warte, bis es grün wird und ab dafür. Ein wunderschönes Planetle ist das eigentlich, Leute. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Ziel erreicht. Ich bin sehr gespannt. Und hier hätten wir es natürlich auch kaufen können, glaube ich, ne? Die Relikte, Leute. Und in unserem galaktischen Handelsnetzwerk, dass man sich in die Base baut. Oder eher dort, wie hier, sehe ich gerade. War da Pyrit gestanden? Warte mal eben. Ionenakku. Natriumle. Nee, da stand nicht Pyrit. So, weiter geht's. Wer ist denn jetzt das von denen hier? Der da. Ja, klar. So, mein Freund. Sternensysteminformation erbitten. Machen wir erstmal das. Das, was? Das Geplappere der Lebensform verstummt. Sie starrt mich enttäuscht an. Das Gehäuse der Lebensform weitet sich und flackert. Sie versucht, meinen Scanner zu scannen, doch es ist offensichtlich, dass mein Werkzeug das ihre stört. Nicht nachgeben, der Lebensform erlauben, dich zu scannen? Ja, komm, Mama. Jetzt freut er sich.
Sie erstellt einen dreidimensionalen Querschnitt meines Körpers inklusive meines Exoanzugs, meiner Haut und aller Organe und verbessert das Modell mit Hilfe von gelegentlichen Projektionen. Schließlich ist es vollständig. Diese Daten sind für die Korvax-Konvergenz von unschätzbarem Wert. Danke, Reisender, ich werde dir natürlich helfen. Die Sternenkarte übergeben. Ich bitte die Lebensform, die Sternenkarte zu entschlüsseln und eine Route zur Artemis-Position zu finden. Ah, dieser Ort existiert nicht, Reisender. Nichts ist tragischer als beschädigter Code. Ja, klar. Könnte ihm ein Fehler unterlaufen sein, der Korvax danken und gehen? Ich probiere es, er wird enttäuscht sein. Er scheint für einen Moment verwirrt zu sein, als ob das Konzept, dass er einen Fehler gemacht haben könnte, niemals überhaupt in Betracht gezogen worden sei. Er behauptet, sein System sei unfehlbar und jedem Urteil eine organische Lebensform überlegen. Ich entschuldige mich und gehe. Allein mitten der Sterne, in den Weltraum zurückkehren und Artemis kontaktieren. Karte in den Weltraum zurück. Ja, machen wir jetzt halt. Basiscomputer, hier ist jetzt nichts passiert. Also die war offensichtlich noch nicht der Auslöser. Gehen wir mal und kontaktieren den Artemis. Jetzt haben wir eh noch eine Minute Zeit, zwei. Dann machen wir das jetzt noch eben. So, wir heben ab. Und wir machen natürlich hier den Extremo. Alter Schwede. So, machen wir das. Artemis, mein Freund, da bist du ja. Ich glaube, ich habe eine Anhöhe gefunden. Wenn du dort bist, feuere ich mit meinem Multiwerkzeug in die Luft, um meine Position zu markieren. Was ist los? Warum sagst du nichts? Artemis, erzählen, was passiert ist. Ich erzähle Artemis, dass die Einheimischen die Sternenkarte nicht entschlüsseln konnten. Die Außerirdischen behaupteten sogar, dass diese Sterne nicht existieren würden. Das ist unmöglich. Ich kann mich nicht so weit vom kartografierten Teil des Weltraums gereist. Ich kann nicht so weit vom kartografierten Teil des Weltraums gereist sein. Du hast mein Schiff gefunden. Sag, die Einheimischen hätten Unrecht. Frage, wie Artemis hergekommen ist. Ich frage immer. Jetzt überlegt er. Während ich spreche, wird die Leitung von einem Rauschen gestört. Artemis schaut panisch zu den Sternen hinauf. Die Sterne, sie haben sich verändert, seit ich die Karte angefertigt habe. Sie sind teilweise verschwunden. Wie ist das möglich? Was passiert mit mir? Ich muss weg von hier. Ich muss... Oh, Artemis, Alterle. Zuerst ist es kaum hörbar, aber es ist da, unverkennbar und wird in jeder Sekunde lauter. Ein Geräusch hinter seinen Worten, ein Geräusch, als könnte man Glas schreien hören. Fragen wir, was passiert ist? Sie kommen, mich zu holen. Ich kann sie sehen, riechen. Ich habe die Glyphen zu einem Portal entdeckt, Reisender. Es ist eine Pforte zwischen den Welten. Ich dachte, ich würde jemanden meiner Art finden, aber jetzt, ich weiß nicht einmal, ob die Stimme echt war. Der Weg ist eingestürzt, als ich noch drinne war. Ich habe diesen Ort in der Dunkelheit gefunden. Ich dachte, es wäre ein Planet. Ich lag so falsch. Ich kann ihre Gesichter sehen. Alter, der Frachter hat mich jetzt erschreckt. Ich kann ihre Gesichter sehen. Ich sehe Samen aus Glas in ihren. In ihren? Ja, in ihren was? Nach den Glyphen fragen, Mama. Sie sind weg. Meine Daten sind fragmentiert in... Ich wollte nur Welten entdecken. Er holt sich jetzt gerade voll ab hier. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird, Leute. Ich bin tierisch aufgeregt gerade. Ich wollte andere Reisende finden. Ich wollte nicht mehr alleine sein. 16. Erinnere ich mich an die Zahl? Dein Gesicht getragen es. Bitte noch nicht. Ich bin nicht. Das Signal bricht ab. Während es weiterhin knistert, höre ich einen Namen durch das Rauschen hindurch. Apollo. Habe ich schon mal gehört, den Namen Apollo. Meinem Holo-Terminus wurde eine Frequenz für Apollo hinzugefügt. Einen Holoterminus. Geister in der Maschine. Lokalisiere einen Holoterminus. Kenne mit C. Bin mal gespannt, ob er was findet. Ein Holoterminus. Er hat tatsächlich einen Holoterminus entdeckt, Leute. Er hat tatsächlich einen Holoterminus entdeckt. Eine Woche. Aber nicht für der Alter, ne? Oh, du brauchst wieder Tritium, Alter. Ich hoffe, wir kriegen gleich ein bisschen. Silber. Silber ist nicht, was ich need. Komm schon, ne, jetzt kommt auch noch ein Kampfschiff. Nein, wir wollen kein Kampfschiff. Gold, Silber. Ich weiß noch, wo ich Gold gebraucht habe. Ich muss irgendwas rausschmeißen. Es tut mir fast in der Seele weh. Ich habe gerade das Tritium verballert, glaube ich. Silber. Oh Leute, da haben wir wieder was gemacht. Kurzer Moment. So, tschüss. Ey, Alterle. Ich habe gedacht, es geht jetzt hier voll los mit den Dingern, ne? Mit der Questreihe, Leute. Das ist scheinbar noch ein bisschen länger hier.
Möglicherweise machen wir halt den Weg jetzt so verzettelt, weißt du? Dass wir das immer reinmischen in die Baufolgen. Ich will auf jeden Fall bauen beim nächsten Mal. Wir landen jetzt da, machen wir bei der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Ich muss nur kurz die Tritium hier verballern. Gott sei Dank haben wir mal ein paar. Das kannst du reinmachen, da habe ich Vorrat gekauft. Das reicht, um wenigstens kurz hinzuhüpfen. So, meine Lieben. Auf geht's. Und? Hey, ist der Wahnsinn, oder? Wie weit wir noch weg sind eigentlich vom neuen Patch. Ich will es jetzt auch nicht reinpressen. Jetzt gucken wir mal, wenn es die Tage kommt, ist gut. Wenn nicht, ist es auch gut. Habe ich mir jetzt gerade so überlegt. Alter, der führt uns der Hintere deswegen. Hoffentlich reicht uns jetzt das Spritle noch. Bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, wir landen jetzt da, Leute. Bei der nächsten Folge machen wir hier noch ein bisschen weiter. Ich würde sagen, eine halbe Folge. Dann verbauen wir unser Zeug. Und dann organisieren wir uns. Weil jetzt geht es nämlich langsam in den Außenbereich. Von der Basis allgemein. Nicht nur von den Außenärmen. Ne? Da möchte ich unbedingt weiterbauen, die Tage. Ah, scheiße. Scheiße, Oiderle. Da musst du jetzt noch mal ein bisschen Tritium besorgen. Ich verspreche, dass ich die Tage mal fülle, Leute. Dass wir nicht hier immer ständig abgebrochen werden. Silber ist nicht, was wir brauchen. Wir brauchen Tritium. Ja, dann nimm das hier, wenn die andere überhitzt ist. Wieder kein Tritium dabei. Nee. Da sind wieder welche. Ich hole da ein bisschen mehr ran. Wenn wir Glück haben, finde ich noch ein paar. Wie viel hast du jetzt gefunden, Alter? Das mit... Ja, weniger. Mehr als gerade eben. Das müsste reichen, um dahin zu kommen. So, Leute. 13 Sekunden. Dann sind wir auf jeden Fall schon wieder in der Ecke weiter. Ja, das wird irgendwann aufpoppen. Dann so habt ihr es ja auch geschrieben. Ach, guck mal, da versteckt sich auch noch ein Planet da hinten. Müssen wir uns fast mal wieder orientieren, was alles hier war und was noch fehlt und so. Gut, also, aber denk dran, dass du nicht direkt draufknallst. Waren wir doch auch zuletzt erst, oder? Bin mir schon wieder nicht mehr sicher. So, einmal durchs... Oh. So, und jetzt rüber. Holo-Terminus. Will ich zumindest noch sehen. Aktivieren und so tun wir alles nächste Folge, Leute. So, guck mal, ob du da landen kannst. Da ist eine Landestelle tatsächlich. Das sieht jetzt aber nicht... Ach, das ist das Ding, das kennen wir. Das kennen wir. So eins haben wir schon mal besucht. Okay, Leute, hier ist gespeichert. Wir machen beim nächsten Mal definitiv hier weiter, würde ich sagen. Ein paar Minuten auf jeden Fall, ne? Pikeminoris hieß der, genau, ich erinnere mich. Alles klar. Herzlichen Dank fürs Reinschauen. Herzlichen Dank nochmal für die Information, dass wir hier weitermachen müssen, anknüpfen müssen, Leute, damit wir irgendwann die Quest reinbekommen. Geister in der Maschine. Ich bin halt tierisch gespannt, was alles noch auf uns zukommt und freue mich schon auf die nächste Runde mit euch. Bis dann.